Ja, da wären wir wieder zu einem neuen Part. Ich muss bei Steam noch was ändern oder so, dass wenn ich immer F12 drücke, dass nicht noch ein Screenshot gemacht wird bei Aufnahmenbeginn. Aber was soll's? Jetzt töten wir weiter diese Prärie Viecher. Jawohl, komm her. Sehr schön. Und auch gleich das Herz mitgenommen. Halt, nein, ich habe schon wieder vergessen zu kirschnern. Und kein Mana mehr. Aber das ist nicht so tragisch. Jetzt kirschen wir den mal schön. Oh, diesmal nur ein Verdorbener. Aber halb so schlimm. Jetzt machen wir den Ebenschreiter mal. Den dürften wir schon schaffen. Na, 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 noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, wir kommen gut voran jetzt. Schön ein paar Quests jetzt hier fertig machen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, ne? Mensch, habe ich ein Siebhirn. Muss mir das erst wieder angewöhnen hier, dass ich da alles plünder. Beziehungsweise Kirschner. So, na, Fehlversuch. Noch ein Fehlversuch. Gehen wir zu dem zurück. Na. Den brauchen wir auch noch. Geben ihm mal schön ein paar mit. Wir können da schon 5 Stück herstellen. Ah ne, jetzt ist da ein Bug, dass ich den nicht kirschnern kann. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Aber macht nichts. Solange der mitmacht. Gut, jetzt brauchen wir nur noch Ebenschreiter. Wir haben da ja wirklich jetzt nicht irgendwie Ritus der Sicht. Hier ist nur das Wasser, gemeinsame Nutzung des Landes. Jo, da gehen wir jetzt hin zur gemeinsamen Nutzung des Landes. Das ist ja gerade hier. Ein paar Humanoiden töten. Egal, den nehmen wir mit. So eine neue Schusswaffe wäre jetzt echt mal angebracht. Et voilà. Jetzt müssen wir hier rum. Rummorden. Ah, da ist die Kiste. Das ist ja ganz schön.
10 Stück von denen, oje, oje, da sind wir beschäftigt. Ich mag's, wenn das auch andere Fernkämpfer sind, weil dann muss ich nicht immer in den scheiß Nahkampf. Ist nur die Frage, ist das ein Rare? Nee, ist kein Rare. Von den Kirschen brauchen wir sogar 8. Oje, oje. Und dann heilt er sich auch noch. Es geht aber nicht. Na komm, renn weg. Nee, renn da nicht. Gut. Der Gerber hier. Der ist uns noch für die Truhe im Weg. Hoffentlich ist da was Nettes drin. So eine Scheiße, jetzt werden wir auch noch angegriffen. Auch gleich noch von 2 Stück. Hoffentlich packen wir die. Es wird aber eng und wir haben keinen Heiltrank. Na, aber wir schaffen's. So, ich hoffe, jetzt greift uns keiner jetzt noch an, wenn wir jetzt hier die Truhe... Ja, wir haben schon mal eine Axt für später. Sehr schön, das ist doch wunderschön. So mag ich das. So könnte das öfters laufen. Die Axt behalten wir auf jeden Fall. Klar, mit Beweglichkeit wäre schöner gewesen, aber so ist auch okay. Für Stufe 5, wow. Es sei denn, wir finden unterwegs irgendwie nochmal eine und eine bessere. Ich glaube, in Orgrimmar war es, dass man 2 Äxte lernen kann. Ich weiß nicht, ob das in Donnerfels geht. Wir werden sehen. Auf jeden Fall weiß ich, dass es zu Classic nur mit Level 10 geht. Also ab Level 10. Was zum was essen? Haut er sich die Verjüngung rein. Nehmen wir den, von dem brauchen wir ja noch mit am meisten. Dann haben wir auch schon bald Level 7 wieder. Geht doch ratzfatz jetzt noch im Moment. Noch im Moment geht es echt schnell, aber so ab Level 20 wird es richtig hart, da gut voranzukommen. So, von den Wilderern brauchen wir jetzt keine mehr. Aber um den zu plündern, müssen wir den fertig machen. Machen wir einfach.
So, nur noch Kirschen und Kerber. Hüpft er einfach in die Luft. Ich sehe, unsere Taschen sind auch bald voll. Den lockeren Kettenumhang ziehen wir dann gleich mal an. Kommt der blöde Wilderer noch dazu? Ah ja, ja, jetzt sind da aber viele gespawnt. Schnappen wir uns aber erst den da. Immer feste drauf. Oh, ein schöner Crit. Wie die immer sterben. Und da kommt noch der blöde Wilderer. Das ist jetzt blöd, dass der Kirschner da... Weiß ich jetzt nämlich nicht, ob wir es schaffen. Weil der sich hier heilen kann. Nein, wir haben es nicht geschafft. Nein! Also da müssen die irgendwas noch ändern. Das ist ja echt... nervig. Also, dass man dann jetzt da hinten startet, das finde ich schon ein bisschen kriminell. Ist ja ein ewig weiter Weg jetzt. Naja, wurscht. Schaffen wir auch. Kriegen wir alles hin. Müssen mal ein kleines Stück laufen. Ups, gegens Mikro gestoßen. Jetzt ist da schon wieder eine Truhe gespawnt. Ah ne, das ist woanders. Ich glaube, da ist auch der Rahmob, deswegen liegen da so viele Skelette. Da ist einer gerade gerespawnt. Das
Das Blöde ist, wir können jetzt die nicht mehr plündern, ne? Naja, macht nix. Ja, der Wilderer kommt sonst wieder. Müssen mal ein paar mehr töten, wie wir eigentlich brauchen. Jetzt renn da weg. Irgendwas greift mich an. Oh, scheiße. Nein! Ich hau ab. Das sind mir zu viele. Oje, ob ich da jemals lebend rauskomme. Schnell noch mitgeplündert. Ja, die blöden. Lasst mich in Ruhe. Ziel ist zu nah. Ja, jetzt haut er natürlich ab, das war klar. Ich habe da ja immer so ein Glück. Schnappen wir uns noch den Kerber. Sehr schön. Kirschen brauchen wir ja auch noch ein paar. 5 Stück insgesamt. Bleibt der einfach stehen? Sehr brav, sehr brav. Oh je, yeah, ein Heiltrank, das ist schön. Den hatten wir ja schon geplündert. Jetzt nehmen wir nämlich den. Den Kirschner. Ich hab keine Munition mehr. Wie, du hast keine Munition mehr? Oh, weia! Müssen wir dringend erstmal Munition kaufen. Vorher können wir da nicht weitermachen. Müssen eh mal verticken, dass wir wieder mehr Platz haben. Jetzt laufen wir einfach mal zurück, weil wir brauchen dringend Muni. Verkaufen mal ein paar Sachen. Hat er keine Lust mehr, uns groß zu verfolgen. Ist er wieder, die Bumsebiene.
Huch, nee, zum Koch wollte ich nicht. Hier wollte ich hin. So, das sehnige Wolfsfleisch brauchen wir noch. Das brauchen wir auch. Wir haben gar nicht so viel, was wir verkaufen können. Mit 10 Stockfleisch kann man ja nichts machen. So, dann kaufen wir jetzt mal ein bisschen Munition ein. So, das dürfte jetzt erstmal reichen. Bin überlegen, soll ich oder soll ich nicht? Ich kaufe mir die Büchse, ich brauche einfach mehr Schaden. Weiß ja nicht, wann wir eine bekommen. So Leute, und dann würde ich sagen, wir machen hier einen Cut und sehen uns im nächsten Part. Bis dann, au revoir.